dass du eingeschaltet hast, genau passend zu einer neuen Folge Let's Play Builder Simulator. Die Entwickler haben mir vor kurzem einen Zugang in die Playtest-Version gegeben, wie wir hier unten sehen können. Deswegen ein riesen Danke an die Entwickler. Und ich möchte nicht lange herumreden, wir starten mal ein neues Spiel, nämlich die Playtest-Map, sage ich jetzt einfach mal. Oder Mission, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Ich habe ja übrigens schon mal die Demo auf meinem Kanal angespielt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben rechts das i auf. Dort habe ich einmal das Video ganz oben hinzugefügt. Eins kann ich euch verraten für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Ich bin da verzweifelt und einige von euch, beziehungsweise viele, fanden das relativ witzig. Deswegen für die, die das interessiert, einfach mal reingucken. Am Ende habe ich es dann auch abgebrochen vor lauter Frustration. Ich weiß noch, wie ich das 2 Stunden aufgenommen habe. Und da wirklich kein bisschen weitergekommen bin. Okay, wenn ich Tab drücke, komme ich in so eine Art Shop rein. Habe ich so ein Tablet, okay. Wir müssen ein Fundament graben. Und ich sehe gerade, bei der To-Do-Liste ist meine Facecam davor. Ich würde sagen, ich schiebe mal ganz kurz meine Facecam auf die andere Seite. Denn das Geld ist, denke ich mal, nicht ganz so wichtig. Boah, ist das seltsam, wenn das meine Facecam auf der anderen Seite ist. Naja, egal. Damit ihr eben seht, hier, was ich zu tun habe und ja. Gut, wir müssen hier was ausheben, nämlich ein Fundament graben. Das machen wir auch. Hoppala. Wie kommen wir hier hin? Ah, mit der mittleren Maustaste können wir hier so einen Spaten nehmen. Oha, gräbst du eckig. Das ist ja eine Ausgrabung in Perfektion. Oha. Respekt, also wenn ihr auch so graben könnt und auch so schnell, das wäre mal was. Na? Ist was graben? Na? Duk, 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 duk. Das geht ja relativ schnell. Oh, das ist schön. Und ich freue mich schon aufs Mauern, da sind wir ja in der Demo ja gar nicht dazu gekommen. Vielleicht spiele ich die Demo auch nochmal, aber da hat sich halt, glaube ich, nicht viel geändert. Es gab da, glaube ich, kein Update dazu. Wie gesagt, das ist eine Playtest-Version. Da muss man tatsächlich auch eine Anfrage bei den Entwicklern stellen. Das hat mich selber ein bisschen gewundert, dass ich angenommen worden bin. Auf einmal ging so eine E-Mail so, hey, Eisbahner, Sie sind angenommen. Ich so, hey, Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir hier, wie nennt sich das? Schaulunge. Schaulungen. Was sind denn Schaulungen? Naja, egal. Auf jeden Fall baue ich das einfach mal hin. Ich würde sagen, wir kaufen mal 100 Stück. Sollte auf jeden Fall reichen. Geld haben wir auch genug. Ihr seht es ja leider nicht, aber ich denke halt, die Quest und so ist halt wesentlich wichtiger. Oh, 100 haben nicht gereicht. Ja, dann direkt nochmal 100. Zuck. Und einmal schön herum. Ich denke, dass ich auch ein bisschen schneiden werde. Relativ viel, kann ich mir vorstellen. Gut. Habe ich was vergessen? Ah, hier. Jetzt, okay. Dann diese Verstärkung dazwischen rein. Natonia dürfte sich da ein bisschen auskennen. Natonia, wenn du dich damit auskennst, mit Begriffen oder so, schreib das mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, so mit Minutenangabe. Wie man das so fachmännisch nennt. Also ein bisschen dürftest du dich da auch auskennen, da oder nicht? Ein Betonfundament müssen wir jetzt machen. Und ja, ich habe ja auch gesehen, wir können dann Automischfunktion machen. Das werde ich auch hauptsächlich nutzen, aber ich habe mir so gedacht, ey, mindestens einmal mische ich das mal mit euch gemeinsam an. Ich muss tatsächlich gestehen, das habe ich bei der Demo einmal gemacht und es ging voll in die Hose. Ich habe keine Ahnung, was ich so brauche jetzt. Was habe ich denn da jetzt eigentlich? Ja, Zement. Was mische ich da eigentlich?
muss Beton mischen. Sand brauche ich. Was muss ich mischen? Muss ich jetzt Beton oder? Ne, ich glaube Beton, nicht Mörtel. Hä? Wie fülle ich da jetzt Sand rein? Hallo? Wie kriege ich da Sand rein? Geht schon los, wie bei der Demo. Geht schon los. Geh da rein. Muss ich das hier mitmachen? Ich probiere ich mal aus. Nein. Ist da jetzt Sand drin? Nö. Hä? Wie zur Hölle kriege ich da jetzt Sand rein? Interaktion. Ja, mache ich doch. Ich drück die linke Maustaste. Okay, Sand kriege ich da nicht rein. Genauso wie Kies werde ich da glaube ich auch nicht reinkriegen, oder? Nö, dann halt nicht. Dann hol mal wenigstens Wasser. Den Rest muss ich dann automatisch machen. Ich will dann nämlich vorankommen. Dafür ist da immer so einen halben Marathon laufen, oder? Ah, ist schon voll, okay. Können wir nicht so einen Sklaven irgendwie so einstellen, der das für mich macht? Das wäre mal was. Das wäre mal was Feines. Wäre mal eine gute Investition. Oh nö. Oh nö. Toll, darf ich 100 Mal da hin und her laufen, oder was? Was für ein Scheiß. Na? Wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's beim Aufnahmetag auch gut. Sollte es sich im Laufe der Zeit ändern, bis ich das hochlade. Es wird, glaube ich, am einen Mittwoch sein. Wenn es mir dann nicht mehr gut geht, dann schreibe ich das in die Kommentare. Ich musste nicht jedes Mal laufen, wollt ihr mich verarschen? Ja, und wie gehe ich das jetzt los? Ah. Was? Warum kriege ich das da jetzt nicht rein? Wieso? Was ist da euer Problem? Oder muss ich das drehen? Ah, es muss sich drehen. Ah, okidoki. Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. So, einmal noch. Das war schon warten. Da können wir schon mal die Schubkarre davor stellen. So, hoffe, du stehst hier gut. Und dann, hoppala. Nein! Ist das auch fertig? Na toll, ich habe schon was ausgegossen. Na schön. So, dann nehmen wir die Schubkarre mit. Und karren das jetzt hier so rein. Mann, macht das Spaß. So. Perfekt. Ja, doch, das kriegen wir schon ganz schön ein Stück hin. Das ist, glaube ich, ein Drittel. Und dann machen wir die nächste Schubkarre voll. Wie gesagt, das Mischen hier mache ich mit euch einmal. Beziehungsweise habe ich jetzt mit euch einmal gemacht. Und ab jetzt werde ich das auch automatisch anmischen lassen. Ich will ja schließlich hier vorankommen.
Sehr schön. Ja, schön auffüllen. Ja, doch. Ist der was? Dann machen wir jetzt hier automatisch einmal kurz anmachen und dann ist es schon direkt fertig. Und dann kippen wir das hier einfach mal hinein. Immerhin kippen wir nicht hier wie bei der Demo alles daneben. Da ging ja gefühlt alles daneben. Also nicht nur gefühlt, sondern auch optisch. Da hatte ich auch einmal so riesen Betonklecks dann vor meinem Betonmischer. Und wenn es fertig ist, brauchen wir einen Presslufthammer, um das wieder wegzubekommen. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Ja. Perfekt. Die nächste... Und ich freue mich schon richtig aufs Mauern. Das wird richtig Spaß machen, wenn man jedes einzelne Ziegel dann da einzeln setzen muss. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das ist, tatsächlich. Ich schätze jetzt mal, dass man das einzeln machen muss. Dann füllen wir das jetzt hier alles auf und dann sind wir auch bald rum. Ja, okay, wir haben doch noch ein ganzes Stück. So. Einmal schön hier rum. So. Bitte geht's mit der nächsten Ladung. Ja, geil. Ups, fertig. Mann, geht das schnell. Ich glaube, so viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Was mache ich denn da mit dem überschüssigen Ding? Wo gieße ich das dann hin? Wenn ich Q drücke, kriege ich übrigens das Fenster auch wieder hin. Weg? Hin. Das mache ich mit Q. Das heißt, wenn es hin und weg geht, dann seht ihr, wenn ich aus Versehen Q drücke. Da haben wir noch was. Perfekt. Geil, jetzt muss ich den Boden ausgraben. Yippie, ich freue mich. Ah doch, das geht ganz schnell. So, ein bisschen Minecraft-Style. Hebe ich hier alles auf. Aus. Klar, ich heb's auf. Mhm. Per Hand dauert es doch ewig, oder nicht? Als jetzt in Real Life. Dann nimmt man noch einen kleinen Bagger, oder nicht? Aber noch nicht per Hand. Oder? Ne? Alles ausheben hier. Was muss ich denn dann machen? Ah, Sandstreu da rein. Aha. Und, oh Gott, das hat sich an. Oh Gott, nein, ich muss jetzt das Sand reinkippen. Wie gehe ich das jetzt raus? Kann ich das einfach hier ausgießen? Hoppala. Ah ja, kann ich, okay. Das gieße ich jetzt einfach mal so in die wilde Natur, einfach mal. Perfekt. Dann würde ich sagen, füllen wir mal auf. Schups. Perfekt. Oh, es geht doch ganz zackig hier. Schucke, 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 schucke. Herrlich. Also wenn der Rest auch so schnell geht, dann... Dann macht das Spiel schon mal viel mehr Spaß, als was bei der Demo präsentiert worden ist. Ja. Kann ich auch hier direkt die Schubkarre nehmen? Huch.
ich jetzt hin? Ah. So kann ich die einfach wegmachen. Auch schön. Und das kann ich machen, weil... Würde mich mal interessieren. Gut, dann füllen wir das ganze Gedöns hier nur auf. Schoko, 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 Schoko. Und das hier auch noch. Oh! Ah, jetzt muss ich so Verstärkung auch wieder hinmachen. Oh, nee. Was ist jetzt eigentlich der Sand? Ah, da ist jetzt eine Plane drauf gemacht. Aha. Wo kriege ich denn das jetzt her? Ist es das da? Ich glaube ja. Kaufen wir 110 jetzt. Nein, das ist nicht das. Was ist denn das dann? Toll, jetzt habe ich 100, jetzt habe ich 110 von dem anderen gekauft. Egal. So. So. Ja, ich muss dann gleich noch doch nochmal neue kaufen. Natürlich. Ich muss immer rüber gucken zu meinem zweiten Monitor. Ich habe immer Schiss, dass die Aufnahme abbricht. Ich weiß nicht. Ich bin da, was sowas angeht, immer paranoid. Oh nee. Ja. Perfekt. Und jetzt muss ich da Beton drüber gießen oder was? Komm, gieß mal diesen Sand bitte aus. Dankeschön. So. Füllen wir neu auf. Und drehen das Ganze. Oh Gott, nein. Oh nö, das muss... Oh nee, oh nee, oh nee. Ich sehe schon, wie oft... Mann, bin ich motiviert jetzt. An sich finde ich das ja schon bis jetzt ganz cool gemacht. Also für Leute, die da drauf stehen, da so Häuser zu bauen und so. Also meins ist es persönlich nicht. Schreibt das ihr mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich meine, für Leute, die das toll finden, die so im Bau interessiert sind und so, für die dürfte das definitiv was sein. Für die würde ich das Spiel auch tatsächlich empfehlen. Also, so was ich jetzt sehe hier von der Playtest-Version. Kann vielleicht auch daran liegen, weil ich es empfehle, weil ich keinen Vergleich habe. Okay, Schubkarre steht nah genug. Okay. Das scheint das Spiel jetzt nicht so zu interessieren, ob die Schubkarre, also wie die steht. Ob die es auch so ein bisschen daneben steht, wie jetzt in meinem Fall. Ist schon mal ganz gut. Könnte man vielleicht so einprogrammieren, dass man da vielleicht ein bisschen weniger abgefüllt bekommt. Also je genauer davor, desto weniger geht halt verloren. Dass man halt da irgendwie bestimmte Prozente eben verliert von dem Inhalt. Je mehr weiter weg das ist, desto mehr natürlich. Also stehe ich das hier hin, 100% weg. Habe ich das vielleicht hier so, dann vielleicht 50% und hier so kriegt man halt 100%. Ja gut, ja. Da vielleicht kriegt man 10% Abzug und wenn man es so genau davor stellt, vielleicht also dann 100% Inhalt dann. Ich glaube, wenn ich würde ich das komplett daneben stellen, würde das auch komplett verschwinden, dann der Inhalt, glaube ich. Also das mit dem 100% verschwinden ist ja, glaube ich, da. Das könnte man ausprobieren.
jetzt dann gleich, weil wir jetzt sind mal auch fertig. Yay! Muss ich gleich wieder Sand drüber streuen. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt mal aus. Ich habe da Inhalt. Kann ich das rausgießen? Ja. Ich habe das oben gesehen. Da ist der Inhalt jetzt weg. Hm, okay. Aber es hat mit dem Davorstellen, sondern dass man so 20% oder so Abzug bekommt, wenn man es nicht genau davor stellt. Würde ich vielleicht noch reinmachen. So. Und dann füllen wir das Ganze noch einmal auf, oder? Ach, ich muss eine Dämmung. Upsi. Ja, das ist auch blöd, dass es dann ein Fließtext steht. Bodendämmung. Kaufen. Boah, es versperrt ja meinen halben Bildschirm. Ist das schrecklich. Sehe ich ja fast gar nichts, wo ich hinlaufe hier. Auf einmal steht da ein Baum davor und dann macht's buff. Das Überschüssige können wir, glaube ich, auch verkaufen. Zumindest habe ich da verkaufen gelesen beim Tablet. So. Mhm. Ich muss nochmal Beton. Nein. Tu mir das nicht an, Spiel. Nein, 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 nein. Ich muss ja nochmal Beton drüber gießen. Nicht dritt. Ah, nee, muss ich nicht. Glaube ich. Oder? Ich habe ehrlich gesagt Angst. Ja, ich muss Beton drüber gießen. Nein, nein. Ach, Spiel. Komm, gieß das aus. Komm, bitte geh ein bisschen schneller. Komm, ich hab da keinen Bock. Nein, nein, das dauert auch so lang. Och, nö. Ich komm da gar nicht mehr mit der Schubkarre drauf. Oh, nee. Okay, komm, dieses zweite Mal hätte man ein bisschen schneller machen können. Das hätte doch nicht sein müssen, ehrlich gesagt. Also wenn ich sowas schon sehe, da vergeht mir irgendwie schon die Laune. Wenn man sowas einfach unnötig so streckt. Also ich finde es unnötig. Könnt ihr, wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben, weil eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Über dieses Spiel. Vielleicht erzähle ja ich da so einen riesen Schwachsinn, was die Mehrheit komplett anders sieht. Durchaus möglich. Ja! Ja! Jetzt geht's ans Mauern, endlich mal. Wisst ihr was? Da verkaufe ich auch meinen ganzen Shit, den ich hier habe. Ja. 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 Ja, perfekt. Wo kriege ich jetzt das Steinsiegel her? Da brauchen wir jetzt richtig viel. Da würde ich sagen, kaufen wir mal 1000 Stück. Nee? Ach, erst muss ich Mörtel machen. Ah, so. Da seht ihr mal, ich bin einfach lesefaul hier. Dann stellen wir Mörtel her. Mörtel. Sag bloß, das geht nicht, weil da Zement drin ist. Oh Gott. Okay, dann gieß mal dich aus. Nein, nicht in die Schubkarre rein. Nein. Oh, nö. So, ja, aber jetzt ja. Ja. Geht doch, jetzt gießt das blöde Mörtel hier rein. Danke. Nein. Nehmen wir dann das hier. So. Und pflanzen das jetzt alles hier schön einmal rüber. Tuck, 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 tuck
Ja, ich hab kein Mörtel mehr. Egal. Scheiß drauf. Ja, perfekt. Nein, ach. Dann mörtel mir wieder ein bisschen weiter. Ja. Ups. Da bei Mauern finde ich ganz gut, dass man teilweise bis zu 3 Blöcke setzt. Auf einmal. Finde ich ganz gut und dass es nicht einzeln ist. Weil dann hätte ich nämlich die Krise gekriegt, wenn es einzeln wäre. Definitiv. Na? Schubkarre wieder leer. Egal. Nein, denn wir setzen wieder hier schöne Blöcke. Perfekt! Läuft, nein! So. Das ist auch endlich mal so ein bisschen Abwechslung hier, wenn man mal jetzt für den nervigen Gießen da von innen da, Betongießen, dann ins Mauern kommt. Das ist tatsächlich eine angenehme Abwechslung. Mal gucken, wie das geht. Also, ich kann mir vorstellen, dass es relativ zügig geht. Zu mauern. Hoffe ich. Nicht enttäuscht mich das Spiel da nicht. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Oh. Ist mal so eine Frage, warum bauen wir das Haus eigentlich? Ist das für mich? Hoffentlich. Wenn ich hier für jemand anderes hier meine Zeit vergeude, das wäre ja fatal. Wäre schlimm. Ich komme jetzt hier kaum hin, oder was? Kann ich hier irgendwie hoch? Ah ja, kann ich. Wunderbar. Scheint kann ich hier richtig hoch hüpfen. So. Da auch noch. Na. Hüpf. Hüpf. Und da auch noch. Immer schön meine Runden drehen hier. So. In Real Life müsste ich doch sofort den Block drauf, diesen Ziegel da auch drauf machen, oder? Würde doch eigentlich Sinn machen, weil der härtet doch relativ fix aus, meine ich, oder nicht? Wenn ihr das wisst, dann wisst ihr ja, wo ihr es hinschreiben sollt. Oder könnt. Sollen ist ein bisschen befehlshaberisch. Ich will euch ja keine Befehle geben. Ein Multiplayer wäre, glaube ich, auch ganz geil. Könnte Natonia hier schön das Haus hier mit Mörtel beschmieren und Ziegelsteine drauflegen und ich sonne mich hier in dieser Sonne. Das ist doch eine gerechte Arbeitsverteilung. Setz diese blöden Blöcke jetzt. Ugh.
da auch. So. Oha, um die 300 Blöcke, Ziegelsteine haben wir jetzt schon verbraucht. Gut, dass ich so viel gekauft habe. Hätte zum Problem werden können. So. Können wir auch ein Gerüst hinbauen? Ja, können wir. Geil. Können wir das auch drehen irgendwie? Nö. So, was, dann bauen wir hier einfach mal so ein Gerüst hin. Hoppe. Doch, das hätten wir drehen können. Da war auch nicht so viel gebracht. Ist ja auch egal. Ich will es aus der Hand haben. Danke. Ich erschrecke mich da immer, wenn das hier erscheint, da neben mir hier. Deckenplatten oder so. Wenn ich das gießen müsste, ja, dann... Dann renne ich schreiend aus meinem Zimmer raus, das kann ich euch sagen. Na, ich verdrück mich immer. Schrecklich. Gut, jetzt muss ich da diese langen Dinger reinmachen. Diese Dingenskirchen da. Sturz, okay. Das nennt sich anscheinend Sturz. Was sie da stürzen, keine Ahnung. Ich hoffe, 10 reichen. Nee, ich glaube nicht. Ich gleich nochmal nachkaufen. Und da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen nachmörteln. Ich müsste da, glaube ich, noch genug haben. Hoffe ich zumindest. Ja, doch. Kaufen. Alles so zeitvergeudend. Ja, sollen wir auffüllen? Jo, mach mal. Ich meine, wenn ich schon hier bin, dann füllen wir es auch wieder auf. Ja, sind das 100%? Nein, sind das tatsächlich nicht jetzt. Ja. Klettern noch animiert ist. Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier alles fertig. So. Nee. Und hier. Ich habe keine Steine mehr. Oh nö. Ich kaufe mal nochmal 300 Stück. Sollte, glaube ich, reichen. Hoffe ich zumindest. Ja, geil. Perfekt. Jetzt brauche ich da diese komischen... Da, Betondecke. Okay, ich muss es nicht gießen. Oh, danke, Spiel. Oh, danke, 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 danke. Boah, da hätte ich jetzt echt keinen Nerv dafür gehabt. Klar, und ich krieg diese Beton-Ding-Klötze da ohne Kran mit meiner bloßen Hand hier hoch. Mhm. Ah, hier fehlt noch. Ja, und jetzt? Ah, hier. Hey, wir bauen jetzt Fenster ein. Ja. Und eine Tür. Türen und Fenster. Welche Tür nehmen wir? Die sind beide hässlich. Fünf. Fangen wir mal mit der Tür hier an.
Wie richte ich das aus? Ah, mit dem Mausrad, okay. Boah, geil. Einmal schön festschrauben. Die Keile hinein. Und schon haben wir hier eine Haustür. Schnieke. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit den Fenstern oder was? Flomp. 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 Ich mache das jetzt alles nach und nach. Also die Einzelschritte. Erstmal kommen alle Fenster hinein, dann schraube ich alle fest. Dann kommen da Bolzen rein. Ich glaube, da sind auch so Bolzen, sage ich, Keile rein. Ich meine, so wie ich das diesen Text links entnehme, sind das bei den Fenstern, glaube ich, auch. Gut, alle Fenster drin. Erstmal mal nachher, das ist der nächste Arbeitsschritt. Perfekt. Und einmal noch das letzte Fenster. So. Dann überall die Keile hinein. Das ist doch gewesen, das ist ganz schnell. Huch, nee, dann kümmere ich mich später drum. Eins nach dem anderen. Warum kommen da so Keile rein? Wieso? Wenn ihr das wisst, auch ab in die Kommentare. Mhm. Dann fühlt sich die Ränder dann auch sofort mit diesen Dichtungsdings da. Wie gesagt, ich bin im Bauwesen 0 drin. Ich bin mehr so der ITler als hier der Bauwesen-Typ da. Dann noch die letzten 3 Fenster. So. Perfekt. Dann richten wir diese Fensterbänke da aus. Ist ja Gott sei Dank schnell gemacht. So. Und dann noch einmal außen. Ah, okay, aber außen sind die schwarz. Kann man so seine Blumenkästen draufstellen. Doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das Haus an sich ganz geil ist. Also, so ein kleines Waldhäuschen zu haben. Och, ist schon ganz geil eigentlich. So der Natur, allein. Na toll, da komme ich jetzt nicht hin. Doch, ah. Perfekt, dann geht's jetzt ab an die Trennwänder innen. Hey. Da kaufen wir mal erstmal das hier. Nummer 6 ist es. Okay, da kann ich keine Schienen machen, oder? Ah, doch, okay, ich muss hier erst festschrauben. Ah. Hallo! Danke! Die Schraube da hinten mag nicht. Die auch nicht.
Oder muss ich da exakt mit dem Punkt drauf passen? Ja, und jetzt? Wieso gehst du nicht? Muss ich da was machen? Ah. Da muss ich diese Dämpffolie hinmachen, okay. Das hätte man mir auch irgendwie sagen können. So, da wurde ich jetzt gerade ein bisschen gestört. Wieder einmal. So. Nein, jetzt muss ich mauern, oder was? Tu mir das nicht an. Bitte. Nein! Nein! Alles aber nicht mauern. Okay. Das sind immerhin große Blöcke. Das ist schon mal ganz schön. Immerhin das. Na. Und einmal. Nein, ich hab kein Mörtel mehr. Komm, gieß den Rest jetzt bitte hier rein. Danke. Ich hätte gar keinen Mörtel Doch, für später, doch. Ich hätte schon fast gesagt, ich hätte gar keinen Mörtel mehr gebraucht, doch. Klar. Wie sind jetzt hier für die nächste Schicht hier? Und da hinten im Eck. Warum nimmt man jetzt hier für Innenräume so die anderen Steine? Hat das einen Grund? Würde mich mal interessieren. Nein! Ich hätte die Gleise nach oben anbringen müssen. Sehe ich gerade. Egal, erstmal mache ich hier das da fertig. Das ist mir sowas von egal. Mhm. Aber mich juckt die ganze Zeit irgendwie in der Nase. Das ist schrecklich. Werden noch nicht die Pollen sein. Ich glaube, lass langsam wieder mein Mörtel ausgehen. Es dürfte. Ja. Ja, dafür habe ich doch schon langsam ein Näschen. Wie drehe ich das jetzt nochmal? Wie kann ich das nochmal? Ah, okay. Nein! Ja! Ja! Sehr gut. Mhm. Dann muss ich jetzt hier auch nochmal die Erhöhung hinmachen. So, und wieder schön Mörtel schmieren. Und da hinten auch noch. Da
Machen wir mal so auf gut Glück. Ja, perfekt. Und wieder die schönen Steinchen. Genau, so hier oben. Und dann müssen wir auch noch machen. So, was haben wir uns auch wieder? Und irgendwann treffe ich. Nein! Ja! Oh nö, da haben wir auch noch was, okay. Mach die Steine rein! Sehr gut. Brauchen wir da diese Langdinger? Sind das wieder die von eben da, diese komische Sturzteile da? Haben wir denn noch welche? Damit haben wir noch welche. Beziehungsweise einen haben wir da noch. Ah, mehrere, okay. Fünf. Bevor ich da jetzt hier extra welche kaufe, nehmen wir doch einfach das hier her. So, jetzt bei dem anderen, genau mittendrin, dem, dieser Mörtel da ausgeht. Das wäre dann wirklich Pech. Na, jetzt geht er hoch. Ja, komm mal noch hin. Nein! Und hier auch noch jetzt noch zu guter Letzt die Steinchen. So. Gut, dann bringen wir da hier noch die Leisten oben an. Gut. Nehmen wir den Schraubendreher und drehen das hier auch noch alles fest. Ah, hier hinten noch. Zwischenbalken auch noch. Sind das dieselben Schienen oder sind das andere? Okay, nee, es sind dieselben, okay. Und warum macht man da jetzt hier sowas? Warum mauert man das jetzt auch nicht so? Verstehe ich nicht, warum man das jetzt da auch nicht macht. Ah, da fehlen auch noch. Da könnten wir noch mal ein paar Sachen wieder verkaufen, nämlich Fenster. Alle, ja. Türen. Gut, bei den Schienen weiß ich nicht, aber das bräuchten wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, das auch nicht mehr. Weil dann brauchen wir diese Gipskartonpaletten. Steinwolle brauchen wir auf jeden Fall. Mann, ich glaube, Isolation brauchen wir trotzdem, glaube ich, noch. Brauchen wir doch trotzdem. Machen wir erstmal hier die ganzen Platten drauf. So. Und so. Festschrauben. Hier müssten die natürlich auch hin. Diese Gipsplatten da. Und dann brauchen wir wieder einen Schraubendreher. Ziehen die ganzen Schrauben einmal fest. Gut. Brauchen wir, glaube ich, Steinwolle. Glaube ich halt zur Dämmung, glaube ich. Meine ich. Habe ich da Schrauben festziehen vergessen? Ja, habe ich. Und hier habe ich, glaube ich, auch lauter Schrauben vergessen.
Ja, perfekt. Dann glaube ich, Isolierung kann es sein. Nee? Oder kommt das sofort wieder? Ah, okay, da kommen sofort die Platten hin. Und hier auch. Geil, habe ich nicht mehr. Ah ne, ja, die liegen jetzt auf der 7, achso, ja, ja. Und das hier auch noch festziehen. Dann haben wir, glaube ich, die Zwischenräume auch fertig. Yay. Yeah. Ich bin der geborene Hausbauer. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich jetzt hier gleich ein Thumbnail mache. Und dann geht's, glaube ich, zum Dach. Ich meine, dass die Playtest-Version auch bald zu Ende ist. Ich habe so gelesen, ja, die geht so circa 1,5 Stunden. Ja, jetzt geht's ans Dach. Yay! Das Dach. Inventar voll. Dann können wir das hier eigentlich alles wieder verkaufen. So, und das Dach. Treppenbaum bauen wir anscheinend gar nicht aus, schön. So. Kann ich hier Shortcut nehmen? Ja, geil. Ich kann es hoch und runter. Jetzt lass mal mein hohes Dach. Und bestätigen das. Mach überall, wo es geht, Holzbalken jetzt hin. Mhm. Hundert Balken, ja, dürften auch knapp werden, glaube ich. Komm ich da durch? Nein, natürlich nicht. Ich kann mich nicht bücken. Auch schon. Auch schön. Anscheinend bin ich doch nicht so sportlich, wie ich dachte. Hochsprung geht, aber ducken natürlich nicht. Ja, geil. Einmal hier und da. Haben wir alles? Ja. Oder? Nee. Wo fehlt was? Wo fehlt was? Irgendwo muss noch was sein. Aber ist es kaputt gemacht oder? Ah, nee, hier. Egal, ich muss es nicht alles einzeln setzen. Ah, oh, das ist ein Genuss. Macht's einfach so eine Reihe. Ja. Schauen wir mal, dass wir hier die Seitendinger schön kriegen. Und hinten nicht. Und dann könnten wir schon mal langsam ein Thumbnail machen. Ich weiß, dass es zumindest so einen No-Clip-Modus gibt. Da will ich hinein. Dann machen wir ein schönes Thumbnail.
So. Also einmal schön schick machen. Und dann haben wir noch das letzte bisschen. Und irgendwo habe ich jetzt wieder was übersehen. Ah, hier. Und irgendwo noch. Drehe ich jetzt mal die Runde in die andere Richtung. Ja, hier hinten. Geil! Das war's. Mit dem Bilder-Simulator. Geil! Mit der Playtest-Version. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Also, an sich finde ich das Spiel ja ganz gut. Aber ja, es ist nicht so meins. Also für Leute, die sich für Baus interessieren und so, könnte das definitiv was sein, aber für mich war es eher eine Qual. Am Anfang fand ich es ganz geil, aber es wurde dann relativ schnell monoton, weil man halt oft immer dasselbe gemacht hat. Immer hin und her, dann immer gießen hier Beton, dann Beton mischen und weiter gießen, Beton mischen, weiter gießen. Genauso war es auch mit den Mauern, immer Mauern, Mauern, also Mauern und dann immer nebenbei Mörtel machen. Das wurde ziemlich schnell monoton. Man war dann froh, wenn da mal was anderes ist mit Abwechslung, zum Beispiel die Fenster. Da hat man ein Fenster oder zwei Fenster eingebaut, dann hat man sich so wieder gedacht, so, jetzt darf ich noch 7 weitere Fenster die Schrauben festdrehen. Das waren so immer so meine Gedanken, also ja, meins ist es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. An sich Performance-Modus 1A. 1A, hat richtig Spaß gemacht. Also, ja, das ist richtig Spaß. Also von der Performance her hat es richtig Spaß gemacht. Spielmechanik kann man noch besser machen. Ja, dann war's das auch mit dem Video. Wer will, kann man übrigens auch auf Instagram oder auf Facebook folgen. Link dazu sind in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr Informationen, wenn ich mal was Neues hochgeladen habe, wenn ich mal nichts hochlade, warum und wieso das so ist und so weiter und so fort. Und da hat sämtliche Informationen über meinen Kanal. Und über ein Abo würde ich mich auch richtig freuen. Und dann sage ich auch ciao, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video. Bis dahin, ciao, ciao.